Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Neuzugänge-Video im Oktober oder aus dem Oktober im November. Leider ein bisschen spät, es hätte schon ein paar Tage eher sein können, aber ich war zeitlich leider etwas unter Druck, sodass ich es jetzt erst geschafft habe. Nichtsdestotrotz fangen wir gleich an. Es gibt ein paar Bücher, die ich euch gerne zeigen möchte, die ja bei mir zu Hause eingetrudelt sind. Und ich fange einfach mal an mit dem ersten Buch, was ihr möglicherweise schon gesehen habt. Es geht um die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra von Robin Sloan. Dazu sage ich mal jetzt nicht ganz so viel. Dazu ist nämlich schon Rezi hochgeladen und ich habe es auch erwähnt in dem Monatsrückblick Oktober. Und falls euch das interessiert, dann schaut doch dort einfach mal vorbei. Ja, das war das Taschenbuch aus dem Heine Verlag und hat 10 Euro gekostet, hat auch von mir eine gute Bewertung, 4 Sterne bekommen, also es ist eine sehr schöne Geschichte über Bücher. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Kommen wir zum zweiten Exemplar und zwar habe ich das als Mängelexemplar erstanden in einem Elektroladen. Ich hatte eigentlich vor, was ganz anderes zu kaufen und zwar ist das Kopernikus-Syndrom von Henry Löwenbruck und zwar habe ich das für 3,99 Euro erstanden. Kostet im Original 8,95 Euro, hat bloß hier hinten so einen leichten Einschnitt, Einriss. Ich habe mal geguckt, also hinten die letzte Seite ist auch so ein bisschen angeschnitten, aber das stört beim Lesen absolut nicht. Ich weiß nicht, wenn ich es so in die Kamera halte, kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Ansonsten ist das ein Thriller. Das Cover hat mir unglaublich gut gefallen, also das ist so eine alte Uhr. Und es geht hier um einen Menschen, um einen mittelalten Mann, der ist 36 Jahre alt, dem wird Schizophrenie angedichtet und der steht eines Tages irgendwie bei seinem Psychologen oder vor dieser Praxis und hat irgendwie eine Eingebung, dass hier gleich eine Explosion stattfindet und dann denkt er, naja gut, das bildet er sich wahrscheinlich alles wieder nur ein und hat aber dann doch so den Reflex, dass er von diesem Gebäude weggeht, sich entfernt und wenige Sekunden später gibt es tatsächlich eine wahnsinnige Explosion. Dann denkt dieser Mensch erstmal, naja, wahrscheinlich hat mir das mein Geist irgendwie vorgespielt. Und als er dann aber merkt, dass die Medien tagelang über zig Tote berichten und über ein wahnsinnig tragisches Ereignis, wird er dann doch so ein bisschen skeptisch und fängt dann an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und dann decken sie wohl irgendeine geheimnisvolle Verschwörung auf. Also das ist das, was der Klappentext so an Informationen hergibt. Fand ich auf jeden Fall für 4 Euro definitiv lohnenswert. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Das zweite Buch, ebenfalls das Mängelexemplar aus diesem besagten Elektroladen, das hat auch bloß 4 Euro gekostet, ist von Stacia Kane, Seelenzorn. Und da habe ich auch schon Rezi drüber, nee Quatsch, keine Rezi, Entschuldigung, habe ich im Monatsrückblick Oktober in dem Video, das ich gerne euch auch nochmal verlinken kann in der Infobox, ein bisschen was drüber erzählt. Das ist ein Urban Fantasy Roman und da geht es um eine Geisterjägerin, die eine Mordserie aufdeckt. Das sind auch so zwei verschiedene Handlungsstränge, die da so ein bisschen nebenher laufen. Ich fand das Buch nicht schlecht. Ich habe es mit 3 Sternen bewertet. Es ist auch eine Reihe. Wohlbemerkt habe ich mir hier diesen zweiten Teil geangelt, ohne den ersten und den dritten Band zu kennen, was ich aber jetzt auch persönlich nicht weiter dramatisch finde. Ja, die Protagonistin hier in dem Buch fand ich jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich mir den ersten und den dritten Band noch besorgen werde. Muss ich mal schauen, mal gucken. Vielleicht, wenn ich ihn günstig irgendwo ergattern kann. Ansonsten ist es mal was ganz Nettes für zwischendurch. Ja, also man kann es weiterempfehlen. Wer so auf Fantasy steht, für den ist es definitiv was. Ja, kommen wir zu einem schönen Buch von dem Autor Simon Beckett. Die Chemie des Todes habe ich übrigens auf dem Flohmarkt für 2 Euro bekommen. Hat im Original 9,90 Euro gekostet. Das ist ein Thriller und auch der Mo Hader, das ist ja auch irgendwie ein ganz bekannter Thriller-Autor, hat hier sehr positiv über dieses Buch gesprochen und ich wollte schon immer mal was über Simon Beckett lesen, weil der Autor mir auch irgendwie ständig so über den Weg läuft und dann dachte ich, naja, 2 Euro, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen und auch hier lasse ich mich erstmal überraschen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, worum es geht, aber ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen.
Ein weiteres Exemplar habe ich mir im Rahmen einer Buchlesung gekauft. Und zwar ist das von Alexander Osang Comeback. Ein schönes Hardcover. Auch das Cover selber, das ist so eine Schallplatte. Fand ich richtig toll. Ist im Fischer Verlag erschienen für 20 Euro, also 19,99. Runden wir mal auf. Und das hat auch nicht viel Seiten. Das hat gerade mal 285 Seiten. Also ich glaube, das kann man locker flockig auch weglesen. Wobei man sagen muss, das Buch, das hat für mich natürlich etwas ganz Besonderes. Denn da ist eine Widmung drin. Ich kann sie euch ja mal zeigen. Für Cindy von Alexander Osang. Das Datum und der Ort ist noch hinzugefügt. Und zwar hat die Lesung stattgefunden im sogenannten Grenzlandmuseum. Also das Buch heißt Comeback und spielt also ungefähr 3 Jahrzehnten oder es geht über 3 Jahrzehnte hinweg. Es geht um eine Berliner Punk, nee, Quatsch, Rockband, die mit dem Mauerfall, also spielt in dem DDR-Zeitraum, da beginnt die Story. Und als die Mauer fällt, zerbricht wohl auch die Band. Also ich habe es noch nicht gelesen. Genau, dann zerbricht die Band, die einzelnen Bandmitglieder, die zerstreuen sich auch so irgendwie bis nach New York hin und stellen dann aber irgendwie doch fest, dass sie zueinander gehören und wollen dann nochmal später ein Comeback starten. In dem Buch geht es also auch so ein bisschen um ja, historische oder auch vielleicht politische Aspekte. Es geht aber auch um Liebe, um Verrat, um wieder zueinander finden und ja, einfach über Dinge, die man vielleicht auch nicht so zu schätzen gewusst hat zu Beginn. Und dadurch, dass ich natürlich in diesem Grenzlandmuseum auch vorher so eine Führung ja, mitmachen durfte, auch der Herr Osang ist da mitgegangen, fand ich auch sehr gut. Wir hatten dann so ein Museumsführer, der uns so ein bisschen was über die Zeitepoche erklärt hat. Also ich war in diesem Museum schon 3-mal, weil es irgendwie in meinem Nachbarort liegt. Von daher fand ich es nicht so spektakulär, aber ich liebe Museen und irgendwie, man kann da immer wieder hingehen und man entdeckt immer wieder irgendwas Neues, was man vorher noch nicht so wahrgenommen hat. Und deswegen fand ich, hat dann auch dieses Buch oder wird es beim Lesen nochmal so einen ganz besonderen Charakter, so einen ganz besonderen Stellenwert für mich haben. Also ich freue mich hier sehr drauf, werde es auch bald lesen. Ich habe noch ein Foto, was aber leider von der Qualität nicht so wahnsinnig gut ist. Vielleicht schiebe ich es euch hier nochmal zwischendurch ein. Das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall bin ich hier sehr, sehr gespannt drauf und freue mich total drauf, es zu lesen, weil ich Alexander Osang mag. Ich habe vor vielen Jahren schon mal ein Buch von ihm gelesen. Wie hieß denn das? Wo warst du? Wo warst du, hieß das Buch. Und das hat er zusammen mit seiner Frau Anja Reich geschrieben. Und zwar spielte das, na sag schon, als das World Trade Center eingestürzt ist. Da hat er nämlich gerade im Moment als freier Journalist in New York gearbeitet. Also der ist Journalist, also vielleicht die meisten von euch werden den vielleicht auch kennen, arbeitet beim Spiegel. Ja, und das Buch hat mich schon total dermaßen ergriffen, sodass ich auch einfach gesagt habe, das nächste Buch von ihm kann eigentlich auch kein Flop sein. Von daher freue ich mich hier sehr drauf. Bin sehr gespannt. Das nächste Buch ist Die Totengräberin von, wie heißt die gute Dame, Sabine Tiesler. Im Weltbild Verlag erschienen. Preis Original kann ich euch nie sagen. Ich habe es ebenfalls auf dem Flohmarkt ergattert für 2 Euro. Ich dachte, also das ist so eine wirklich gute broschierte Taschenbuchausgabe. Und das ist in einem Top-Zustand. Und das Cover hat mich eigentlich schon angesprochen und habe eigentlich auch vorher noch nie was über die Autorin gehört, aber dadurch für, also 2 Euro in einem Top-Zustand, ist im Weltbild Verlag erschienen, hat gute 500 Seiten, 509 Seiten sehe ich gerade. Und hier geht es wohl um eine Ehekrise, sprich man erfährt aus dem Klappentext nur wirklich ganz, ganz kurz, dass eine Frau ihren Mann umbringen will. Also von daher bin ich gespannt, ich lasse mich mal überraschen. Viel mehr kann ich zu diesem Buch noch gar nicht sagen. Aber ich freue mich drauf. Zu guter Letzt habe ich hier noch eine komplette Trilogie. Und das ist die Victoria Bergmann-Trilogie von dem Autoren-Duo Erik Axel Sund. Ich zeige es euch einfach mal in der Reihenfolge. Das erste ist Krähenmädchen.
Jedes dieser Ausgaben hat 13 Euro gekostet und ist im Goldmann Verlag erschienen. Und das Buch hier habe ich auch schon gelesen. Eine Rezension wollte ich aber auch gerne erst abdrehen, wenn ich alle Bücher durch habe, weil es so eine Reinrezi werden soll. Ich fände es blöd, von einem Buch zu berichten, wo ja das Ende irgendwie noch lange nicht ja, klar ist. Und deswegen kann ich dann auch schlecht nur, also mir ein Urteil drüber bilden. Das zweite heißt Narbenkind. Hier seht ihr schon das Lesezeichen. Also, das habe ich wirklich gerade erst angefangen. Ich bin jetzt, hups, auf Seite 24. Es ist bisher super spannend. Ich bin mega gespannt, wie es weiter und vor allem, wie es ausgeht. Und der letzte Band heißt Schattenschrei. Ich weiß, dass es viele schon gelesen haben, weil das, ich glaube, 2014 schon rausgekommen ist. Und die liebe Goldschrift hat hier auch schon eine Rezension darüber verfasst. Zumindest habe ich die von dem ersten Band, meine ich, gesehen und sie war auch relativ begeistert. Und da ich eine ja, treue Zuschauerin ihrer YouTube-Videos bin und auch ja, festgestellt habe, dass wir einen sehr ähnlichen Buchgeschmack haben, war ich auch sehr zuversichtlich, habe mir daraufhin diese Reihe gekauft und muss sagen, ich, ja, ich kann das ja nochmal kurz zeigen. Also dieses Cover mit dieser Schrift, das fand ich ja schon mega geil. Also dieses Cover an sich ist erstmal so ein bisschen düster, gruselig. Aber wenn man über die Schrift fasst, das fühlt sich so schön an, weil das sticht so heraus. Und ja, das, ich fand es einfach klasse, worüber das handelt. Da geht es ja um eine Mordserie. Da werden ja kleine Jungen ja tot aufgefunden. Und da arbeitet so eine ja, Polizistin mit einer Psychologin zusammen. Und es kommt im Prinzip eine coole, krasse, unerwartete Wendung so nach der nächsten, mit der ich absolut nicht gerechnet habe. Und deswegen, ja, ich will aber nicht zu viel verraten. Das war der erste Teil meiner Neuzugänge im Oktober. Das nächste wären ja sogenannte Leihexemplare oder auch Erbstücke. Die stelle ich euch jetzt einmal kurz vor. So, ich habe nämlich vor kurzem einen Besuch bei meiner Mutter gemacht und habe demzufolge mal meinen alten, ja, Kleiderschrank oder überhaupt Schrank durchwühlt und habe auch einfach viele Bücher, die ich in der Jugend gelesen habe, mitgenommen, habe von ihr ein paar Bücher mitbekommen oder auch mir wiedergeholt, die ich verliehen hatte an meine Mama und auch so ein paar Sachen, ja, die wahrscheinlich noch von der Verwandtschaft da rumlag und habe jetzt wirklich viele, viele Bücher, die ich präsentieren kann. Und zwar, das ist von Jan Martel, Schiffbruch mit Tiger. Ich glaube, hier brauche ich nicht so viel zu sagen, weil das ja auch schon verfilmt worden ist. Ich habe tatsächlich diesen Film auch schon zweimal angefangen zu schauen, habe den aber irgendwie nie bis zum Ende geguckt. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen. Eigentlich fand ich den vom Anfang her gar nicht so verkehrt. Ich kann wirklich nicht sagen, warum ich den Film nie zu Ende geguckt habe. Eigentlich komisch. Scheint ja aus dem Fischer Verlag zu sein. Ich weiß allerdings den Preis nicht. Ich verlinke euch aber alle Bücher, die ich zeigen werde, nochmal unten in der Infobox. Ja, ich tue die erstmal weiter zu diesem Und Stapel wir machen dazu. weiter. Das nächste Buch ist von Polly Levine oder Levine. Liebe auf Bewährung aus dem Heine Verlag. Also vom Cover her, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es irgendwie eine lustige Liebesgeschichte, ein lustiger Liebesroman ist. Ja, hat 8,95 € gekostet. Ich weiß nicht, wem es gehört. Steht auch kein Name drin. Aber ich lasse mich überraschen. Ist vielleicht mal ganz nett so für zwischendurch. So. Ah. Günther, der innere Schweinehund, das ist eigentlich so ein kleines Motivationsbüchlein. Das habe ich meiner Mama mal ausgeliehen. Ich dachte vielleicht so für schlechte Tage, also so Phasen kennt ja irgendwie jeder im Leben, ne? Man zweifelt irgendwie so an irgendwas, seinen Fähigkeiten oder keine Ahnung. Man braucht einfach mal so ein bisschen Aufmunterung. Und das ist so illustriert. Und das finde ich total klasse. Ich zeige euch hier einfach nur mal so ein kleines Beispiel. Also hier sind immer so kleine Mini-Kapitel drin. Und dieser Günther, der innere Schweinehund, wird hier immer noch illustriert dargestellt mit irgendwelchen witzigen, aufmunternden Sprüchlein nebenbei. Und ich weiß, dass ich dieses Buch heiß und innig verschlungen habe. Ich fand es sehr aufheiternd. Und ja, schade, hätte ich euch eigentlich noch mal mitbringen können dazu. So eine super süße Plüschhandpuppe von diesem Günther, die steht aber bei mir auf der Arbeit, da ich sie, also ich mache so eine Art Gruppenschulung und Beratungen und dafür verwende ich diesen Günther ab und zu mal und deswegen steht er bei mir in der Arbeit auf dem Schreibtisch. Aber nichtsdestotrotz
Ach so, von wem ist das Buch? Von Stefan Friedrich. Habe ich vergessen zu sagen. Entschuldigung. Also, falls es jemanden von euch interessiert, das war auch nicht teuer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie teuer, aber also mehr wie 8, 9 Euro absolut nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aus dem Gabal Verlag. Naja, kannte ich auch nicht bis dato. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Schauen wir mal weiter, was hier noch in diesem großen Korb alles drin ist. Schattenbraut von Susanne Ayub, ein Roman, Hardcover. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Ich gucke mal ja ganz kurz auf den Klappentext. 1930 spielt er zwei Zwillingsschwestern, die sich zum ersten Mal verlieben, beide in den Falschen. Alles klar. Okay, also auch hier gehe ich mal davon aus, dass es irgendein Liebesroman ist. Inwiefern, also das Cover, ja, ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig doll ansprechend irgendwie. Ist aber auch schon, naja, wie viele Seiten hat es denn? 450, 60, 480 Seiten. Okay. Und ja, lasse ich mich auch mal überraschen. Kann ich jetzt auch noch gar nicht so viel zu sagen. Okay, wir gucken mal weiter. Im Überraschungskorb der Neuzugänge. Ah ja. Anja Uli nicht, Uli Nick. Ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht. Petropolis. Und zwar ist das aus dem DTV-Verlag. Auch hier habe ich überhaupt keine Ahnung, worum es in diesem Roman geht. Die große Reise der Mail-Order-Braut Sascha Goldberg steht hier noch dabei. Aha, ist ein Leihexemplar meiner Tante übrigens, sehe ich gerade. Okay, also falls es jemand kennt und weiß, worum es geht, kann er mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Also wenn ich sowas gar nicht weiß, ich kann auch hier nochmal ganz kurz in den Klappentext gucken. Ja, schraub deine Erwartungen nicht zu hoch, warnte die Moskauer Mail-Order-Brautagentin, als Sascha nach Amerika aufbrach. Ein Ehemann ist kein Luxusgut, sondern ein Transportmittel. Ah ja, okay. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie Ehekrise, Liebesbeziehung, irgendwas gezeter. Persönlich vom Cover finde ich es echt nicht wirklich ansprechend, muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Also, das wird wahrscheinlich nicht gerade so ganz oben auf der Leseliste kommen. Schauen wir einfach mal weiter. Jennifer Weiner, gut im Bett. Ja, warum nicht, ne? Goldmann Verlag ist für 8,50 € ja, gekauft worden. Was meine Mama gelesen hat oder ob es auch nur ein Leihexemplar war. Also ich habe es ihr definitiv nicht geliehen. Ich schätze mal, da geht es auch ähnlich wieder um eine Liebesgeschichte. Witzig, sexy und mit einem wundervollen Gespür für die schönsten Schlamassel der Frauen. Okay, also das ist auch so eine Rezension bzw. so ein Kommentar von einer Zeitung. Ich lasse mich auch hier einfach überraschen. Ich weiß noch nichts über das Buch, kenne die Autorin nicht, aber von daher, wenn ich mal Lust habe, mir ein paar Tipps zu holen, wie man gut im Bett würde, dann nehme ich mir auf jeden Fall dieses Buch hier Okay. vor. Wir sind gespannt. Was kommt als nächstes? Ah ja, die Autorin mag ich total gerne. Und zwar ist das Sarah Lark im Land der weißen Wolke. Ich könnte mir vorstellen, genau wie immer geht es in ihren Büchern um Neuseeland. Ich habe von ihr mal gelesen, das Lied der Maori. Das ist aber auch schon, oh, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahre her oder so. Fand das Buch richtig klasse, hab total Bock bekommen und wollte seitdem immer irgendwann mal nach Neuseeland irgendwie in den Urlaub fahren. Ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und spielt im ja, Mitte des 19. Jahrhunderts in London. Ich liebe ihre Bücher einfach. Die sind immer so schön und machen irgendwie so Fernweh, finde ich. Also auch hier lasse ich mich überraschen. Ja, ich denke mal, das kommt schon ein bisschen weiter höher auf die Leseliste. Weiter geht's. Ah ja, das ist ein Buch, was ich zum Beispiel meiner Mutter geliehen habe aus dem Fischer Verlag von, also, oh, jetzt muss ich den Namen lesen. Seré Prince Halvorsen. Ja, ich denke, so spricht man das aus. Die andere Seite des Glücks. Und diesen kleinen, ja, also das ist so ein Mini-Hardcover. Und das hat sich super toll lesen lassen. Hat hier auch so einen kleinen Lesezipfel drin. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Und das ist eine Geschichte, da geht es um eine Patchwork-Familie. Der Mann stirbt. Die Kinder sind nicht von der Frau, sondern der hat. Also die hat der Mann in die Ehe mitgebracht. Die Mutter taucht dann irgendwann, also die Mutter der Kinder, die eigentliche biologische Mutter, taucht dann irgendwann wieder auf und dann streiten die beiden sich um das Sorgerecht.
Ja, also das ist dann auch erstmal so ganz verworren. Man findet dann diese Mutter, diese biologische Mutter der beiden Kinder erstmal total unsympathisch. Die eigentliche Mutter, die ja die Kinder eigentlich großgezogen hat, auf deren Seite steht man am Anfang, wenn man das Buch erstmal so liest. Es ist eine super schöne, traurige, herzzerreißende Geschichte. Und das ist wirklich ein Buch, was ich definitiv weiterempfehlen kann. Hat 10 € gekostet und es lässt sich also super praktisch lesen, wenn man zum Beispiel abends im Bett liegt und hat dann, also ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn dann so ein riesen Klopper mit einem Hardcover am besten da auch noch da ist. Und dieses kleine Büchlein, das ist so super, das liegt so schön in der Hand, das ist so einfach. Und von daher hat das dann nochmal so ein extra Plus von mir bekommen. Das habe ich aber auch schon vor, ich weiß nicht, einem knappen halben Jahr oder so gelesen. Also von daher, da hat es noch keine Sternebewertung bekommen. Würde ich jetzt so im Nachhinein bewerten. Ich würde definitiv 4 Sterne geben. Also ein 5-Sterne-Buch, dafür hat mir noch ein bisschen was gefehlt, aber so grundsätzlich 4 Sterne würde ich es geben und es ist definitiv eine Weiterempfehlung von mir. Ja, kramen wir weiter im Korb der Überraschungen. Ah ja, das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love, hat wahrscheinlich die ja, Hälfte der Weltbevölkerung schon irgendwann gesehen, gelesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch keins von beidem. Ich weiß nur, dass Julia Roberts, glaube ich, in dem Film mitspielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ach ja, genau. Und die liebe Joyce von Joyful Moments, die hat ja kürzlich von der Bali-Reise, die ja wohl leider ins Wasser gefallen ist, erzählt. Und daher weiß ich, dass der Roman wohl auf Bali spielt. Und jetzt muss ich dazu gestehen, ich hatte schon immer mal so in den weiträumigen Träumen von mir geplant, auch irgendwann mal so eine Bali-Reise zu machen, wenn ich mal ganz viel Geld und ganz viel Zeit habe, natürlich. Ja, mal gucken nach der Geschichte von der lieben Joyce, deren Video ich geschaut habe, fand ich das sehr traurig, dass die Reise so ins Wasser gefallen ist von ihr. Aber ich denke, das Buch ist ja hoffentlich ein bisschen fröhlicher, freudiger. Aber ich habe noch keine Ahnung so richtig, worum es da geht. Also falls ihr das schon kennt, falls ihr das schon gelesen habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare posten, wie ihr es so gefunden habt. Dann rückt es nicht ganz so weit nach hinten auf den Sub. Was haben wir denn hier noch Feines? Der Purpurkaiser von Herbie Brennan. Ein Roman, der sagt mir absolut überhaupt gar nichts. Kostet 14 € und ist auch ebenfalls im DTV-Verlag. Ist so eine ganz schön broschierte Taschenbuchausgabe. Das sieht so mystisch aus, ne? Also ich glaube mal, das ist definitiv irgendein Fantasy-Roman. Wenn ich mir das hinten mal so ganz kurz durchlese. Okay, also es geht um einen Purpurpalast. Viel mehr erfährt man aus diesen 3 Sätzen von diesem Klappentext gar nicht. Das Elfenportal ist wohl ein weiterer Roman von dem Autor. Ja, es, also wie gesagt, sieht erstmal sehr mystisch aus. Cover würde mich vielleicht auch erstmal so ansprechen, aber ich habe keinen Plan, worum es geht. Von daher eine weitere Überraschung. Ja, vielleicht, wenn ich mal so in Fantasy oder irgendwie Mystery-Fantasie-Stimmung bin. Uiuiui. Ah, ein dicker Schinken. Ken Follett. Sturz der Titanen. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in diesem Buch ging. Es ist schon so verdammt viele Jahre her, als ich das gelesen habe. Und wenn ich mir die Dicke angucke, ne, also ich sage euch mal, das hat hier 1000 irgendwas Seiten, 1020. Möchte ich es nochmal lesen? Aufgrund der Dicke erstmal nicht. das spricht mich gerade nicht so wahnsinnig an. Ich weiß aber, das hatte einen politischen Hintergrund. Also es spielt im Europa im Erster Weltkrieg so in dem Zeitraum. Und da sind auch wieder so 2 oder 3 verschiedene Handlungsstränge, Liebesgeschichten, Dramen und das verknüpft sich irgendwie zum Schluss alles miteinander. Also das weiß ich noch, das war aber auch echt irgendwie total langatmig, das Buch habe ich noch so in Erinnerung, aber ich glaube, ich lese das nicht nochmal. Nee, nicht in naher Zukunft auf Okay, jeden wir Fall. schauen mal, was sich hier noch Schönes verbirgt in der Tasche. Ein historischer Roman, wie es scheint, Ricarda Jordan, Der Eid der Kreuzritterin. Ah ja, im Bastei-Lübbe Verlag erschienen, Preis ist hier leider durchgestrichen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Spielt auf jeden Fall in Deutschland im Mittelalter. Ja, also so historische Romane. Ah, Moment, was lese ich hier? Bestsellerin
Bestseller-Autorin Sarah Lark entführt uns als Ricarda Jordan ins Mittelalter. Aha, siehe da, eben noch gesprochen über die gute Sarah Lark. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die jetzt hier so ein Pseudonym verwendet, um historische Romane zu veröffentlichen. Ist mir ein bisschen ja, schleierhaft, aber gut. Irgendwas wird sie sich dabei gedacht haben. Ich lasse mich überraschen. Gucken wir weiter. Was gibt es noch? Von Peter Straub, Schattenland. Weiß ich nicht, sieht oder hört sich an wie ein Thriller. Es scheint einer zu sein. Im Heine Verlag erschienen für 8,95 Euro. Und hier geht es um einen Höllentrip. Scheinbar auch so ein bisschen mystisch. Also es geht um einen Magier mit Zauberkräften, um einen Arzt, um ein Schattenland, was jenseits der Wirklichkeit existieren soll. Ja, okay, der Titel lässt darauf schließen. Weiß ich jetzt nicht. Spricht mich jetzt im ersten Moment nicht ganz so doll an. Ja, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in der nächsten Zeit lesen wollen. Mal gucken. Mein Lieblingsbuch in der Jugend. Ihr kennt das bestimmt. Und zwar ist das der Trotzkopf. Ich muss nochmal schauen. Emmy von Roden hat es geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Buch gelesen habe, wie häufig ich diesen Film geguckt habe. Ich habe es einfach total geliebt. Hier steht auch gar kein Preis dran. Oh Gott, die Seiten sind schon so richtig... Ach nein, wie süß. Ich habe das zu meinem 8. Geburtstag bekommen von Sarah. Das war eine Mitschülerin und Freundin. Oh Gott, das ist ja... Hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich weiß gar nicht, wie alt dieses Buch schon ist. Steht auch nicht drin. Wow. Gott, ja gut, wenn ich es zum 8. Geburtstag bekommen habe, ne? Bin 26 geworden letzte Woche, dann könnt ihr euch das ausrechnen, wie alt dieses Buch schon ist. Ich habe es geliebt, also absolut 5-Sterne-Buch, ist ja klar. Ein weiteres Buch aus meiner Jugend, Deborah Savage, Der Flug des Albatros. Das ist eine Geschichte, die ebenfalls ja, auf Neuseeland spielt. Also scheinbar, man könnte jetzt verdächtigen, ich hätte einen Neuseeland-Fimmel. Da geht es auch auf jeden Fall um die Maori. Und ich weiß, dass ich bei diesem Buch auch richtig, richtig Lust bekommen habe. Ja, also da habe ich schon angefangen, meine Neuseeland-Liebe zu entdecken. Auf jeden Fall so diese Ureinwohner aus dem Löwe Extra Verlag. Also Löwe Extra ist mir so nicht bekannt. Ah ja, Klasse 5a, na, ist auch schon ein älteres Modell. Ja, erste Auflage 1995. Das ist schon alt, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Flug des Albatros ist auch ein wunderschönes Jugendbuch, absolut zu empfehlen. Also das würde ich definitiv mir auch nochmal antun zu lesen, irgendwann in nächster Zeit. Okay, gucken wir weiter. Mein Tagebuch. Das kann ich jetzt natürlich nicht vorlesen. Ist aber aus dem Jahre 2000. Oh je. Aha. Das musste ich scheinbar mitnehmen. Ich wusste gar nicht, dass ich das Tagebuch geschrieben habe, so regelmäßig. Und das allerletzte Buch. Wie sollte es anders sein? Von J.K. Rowling, Harry Potter. Ich habe nur diesen einen Band gelesen. Und das hat 44 D-Mark gekostet. Also, ich weiß nicht warum, aber ich habe das in Erinnerung, dass ich das irgendwie zigmal angelesen habe und mich das nicht so gefesselt hat. Ich weiß nicht warum, aber es ist ja auch Geschmackssache. Aber ich war nie der Harry Potter-Fan durch und durch, wie es manche so ja flasht. Ich glaube, ich würde das auch nicht nochmal lesen. Also nee, das hat mich nicht so wahnsinnig umgehauen. Na gut, kommt auf jeden Fall wieder mit in meine Wohnzimmer. Schrankwand wird verstaut zu den restlichen Büchern, zu den Neuzugängen. Das war jetzt der zweite Teil. Also das sind keine gekauften Bücher, sondern das sind alles Leihexemplare oder Bücher, die ich selber verliehen und wieder zurückbekommen habe. Also sogenannte auch Neuzugänge im Oktober. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr da nochmal den einen oder anderen Ratschlag für mich habt über die Inhalte der Bücher, wo ich selber auch gesagt habe, dass ich die noch nicht kenne, wäre ich natürlich auch sehr dankbar, würde mich freuen und wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!